heute gibt es endlich nochmal ein Video mit unseren Fohlen, die jetzt mittlerweile 2 Jahre alt sind. Hier seht ihr auch schon den kleinen Niki, den habe ich schon das Halfter vorhin angezogen. Und unser Plan ist es, heute endlich mal eine Art FMA mit denen zu machen. Sprich, wir werden die jetzt gleich putzen und dann gehen wir noch ein kleines Stückchen spazieren. Dann nehmen wir die Inka mit, einfach so als Ruhepol. Das sei immer, machen wir ganz gerne, gerade bei den Jungen, dass sie halt ein ruhiges, älteres Pferd mit dabei haben. Und ich habe auch noch mir Verstärkung mitgebracht. Und zwar sind Nina und AK mit dabei. Weil ich dachte mir, 3 Ponys gleichzeitig führen, das wird ein bisschen schwer, ne? Und genau, deswegen starten wir jetzt einfach mal mit Putzen, würde ich sagen. Einige haben ja vielleicht auch durch Marinas YouTube-Video oder so mitbekommen oder auf TikTok bei uns, dass hier in dem Sturm der Stall weggeflogen ist. Ja, jetzt wurde er wieder, wie ihr seht, schon wieder neu aufgebaut und die Heuraufe steht jetzt halt auch hier innen. Ist also quasi eine kleine Änderung. Und genau, falls ihr da mehr Infos sehen wollt, wie das passiert ist oder beziehungsweise was genau passiert ist, könnt ihr euch auch Marinas Video anschauen. Yes. So, wir haben auch auf Instagram vorhin, ey, freche Nase, extra schon mal einen Fragesticker gemacht, ob ihr Fragen zu den Kleinen momentan habt. Und der Robin liest euch die jetzt immer vor und ich beantworte die dann, wenn ich sie beantworten kann. Die erste Frage ist, wie groß die beiden aktuell sind. Also, ich habe die jetzt lange nicht gemessen oder so, aber der Niki, der ist auf jeden Fall größer als Inka. Und Inka ist ja 1,36, das heißt, der müsste jetzt so knapp über 1,40 sein, denke ich mal. Wahrscheinlich so 1,42 oder irgendwie sowas. Und dieser Kandidat hier ist ein wenig größer, wie man vielleicht auch direkt erkennen kann. Dean ist ungefähr so groß wie Skittle, wenn nicht sogar ein Stück größer schon. Also ich schätze den auf ca. 1,50 momentan. Vielleicht nicht ganz, aber ungefähr. Die nächste Frage lautet, wie lange die beiden schon bei uns sind. Also die beiden sind ja seit September 2020 bei uns, sprich ungefähr 1,5 Jahre jetzt. Die nächste Frage ist, wann werden die beiden verkauft? Das haben wir tatsächlich schon oft beantwortet, aber irgendwie kommt die Frage immer und immer wieder auf. Wir haben, wie gesagt, halt quasi uns die Zukunft für die beiden nicht in Stein gemeißelt. Sprich, der Plan ist eigentlich, dass wir die erstmal noch behalten, bis sie so 3, 3,5 sind und die halt erstmal anreiten und quasi in Ruhe ausbilden und dann halt nette Familien für die finden. Aber es ist auch so, dass wir die früher abgeben würden, wenn sich jetzt jemand total verliebt hat und ja gerne einen von beiden oder halt beide haben wollen würde. Dann würden wir halt auch, ich sag jetzt mal, ein Treffen vereinbaren, gucken, ob die Chemie passt. Und wenn alles perfekt ist, dann würden wir sie halt auch schon in ein Traumzuhause abgeben, weil es uns einfach darum geht, dass es den beiden gut geht. Also wir haben sie ja gerettet, damit sie ein schönes Leben haben. Und genau, das ist unser Hauptgrund. So, wir starten jetzt mit dem kleinen Spaziergang. Ich hätte fast Ausritt gesagt, aber das ist es ja nicht. Und genau, ich werde hier den kleinen Dean führen, die Nörgeltante. Nein, bist du nicht, du bist ganz süß, ja. Und AK hat Inka und Nina hat Niki. Und jetzt schauen wir mal, wie es wird. Ich kann auch gleich schon ein schönes Titelbild hier machen. Bist du die, kommst du einfach mit raus? Super.
als nächstes wurde gefragt, was wir denn den ganzen Tag immer mit den beiden machen. Meistens haben sie einfach nur frei. Klar, ich putze sie immer wieder, ne, guck nach den Hufen, alles Mögliche, da natürlich das ganz Normale. Und die werden natürlich jeden Tag gefüttert, bekommen ihre Mineralien und all solche Sachen. Aber dass wir wirklich mit denen arbeiten, ist eigentlich ja, ganz selten der Fall, dass wir dann zum Beispiel mal auf den Trail gehen, mit denen ein bisschen was machen oder wie heute mal einen Spaziergang machen. Wie man sieht, machen sie es aber auch mega lieb. Und was ich tatsächlich manchmal mache, ist, wenn jetzt solche alle an der Heuraufe stehen und ich sattel gerade die Inka oder den Skittle ab, dann zeige ich denen zum Beispiel den Sattel und lege meine Satteldecke auf. Oder halt zum Beispiel, wenn ich den Skittle ausdecke, dass ich denen dann mal eine Decke auflege, dass sie einfach so an solche Sachen schon mal langsam gewöhnt werden. Und ja, mehr machen sie eigentlich nicht, sondern können noch ihre Jugendzeit genießen. So, die letzte Frage, wer von den beiden denn der Liebere ist? Uff, das ist schwer zu sagen. Also die sind tatsächlich beide echt lieb und umgänglich. Und es ist halt tatsächlich so, dass der eine das besser macht, der andere das. Zum Beispiel, ich sag mal, bei der Hufpflege ist der Niki etwas lieber. Und also die machen das beide gut, aber der Niki hält noch stiller, sage ich jetzt mal. Kann sich noch besser ausbalancieren. Dafür lässt der Dean sich halt schon wirklich ohne Probleme komplett eindecken. Und da ist das, der Niki zum Beispiel so, dass er ein bisschen das gruselig findet. Also das ist echt so ein bisschen, kommt auf die Sache drauf an. So, das war's jetzt auch schon mit unserem kleinen FMA. Wir sind wieder angekommen. Beide haben sich super lieb benommen. Inka natürlich sowieso. Und ich habe mir jetzt gerade hier direkt den Skittle geschnappt, weil der hier gerade ankam. Den habe ich direkt umgehalftert und werde jetzt gleich ja noch mit dem was machen.